It's it! Wie heißt es im Sport so schön? Im Pokal ist alles möglich. Und darum bleibt die Möglichkeit, dass die Begegnung des Tabellendritten in der zweiten Liga, der BBZ Opladen und dem Tabellendritten der ersten Liga, dem BV Wolfenbüttel Wildcats, möglicherweise überraschend ausgehen könnte. Wolfenbüttel ist nicht nur amtierender deutscher Meister, sondern hat gleich 5 Ausländerinnen im Kader. So gehen die Damen aus Niedersachsen als Favorit in das Duell mit den Damen der BBZ Opladen. Um kurz nach 15 Uhr am Sonntag, 9. Dezember, beginnt die Partie. Und sofort machen die Gäste ihre ersten 2 Punkte. Doch den Ausgleich liefert Opladen keine 10 Sekunden später. Das Team von Trainerin Birgit Kuhnel schaltet gleich zu Beginn in den 4. Gang und kämpft engagiert. Die ersten 5 Minuten der Partie sind vorbei und erst jetzt geht Wolfenbüttel zum ersten Mal mit einem Zähler in Führung. Die BBZ bleibt dran, kämpft, trifft und geht bei einem Stand von 20-21 mit nur einem Zählerrückstand auf Wolfenbüttel ins zweite Viertel. Das zweite Viertel. Wolfenbüttel lässt viele Chancen liegen. Der Start in die zweiten 10 Minuten ist geprägt von Fehlpässen und kaum Chancenverwertungen. Es dauert über 2 Minuten, bis der erste Korb fällt. Nach 4 Minuten Spielzeit setzt sich Wolfenbüttel mit 6 Punkten ab. Die Trainer beider Mannschaften wechseln nun stetig durch. Nach 5 Minuten Spielzeit hat Wolfenbüttel bereits 10 Punkte Vorsprung und setzt sich weiter ab. Eine Minute vor Schluss der ersten Hälfte führt Wolfenbüttel deutlich mit 40-24. Mit diesem Spielstand verabschieden sich die Teams in die Halbzeitpause. Der richtige Zeitpunkt, um das Team nochmal auszurichten. Die Ansprache war, dass wir die schnellen, einfachen Punkte von Wolfenbüttel vermeiden wollten und schneller auf den Ball gehen wollten. Und dass wir unser Spiel einfach weiterspielen wollten, was wir dann auch mit 23 Punkten in dem Viertel erfolgreich geschafft haben. Also mehr unser Spiel durchbringen und nicht nur Wolfenbüttel spielen lassen. Anpfiff des dritten Viertel. Beide Mannschaften punkten und immer noch liegen die Damen aus Niedersachsen vorne. Aber die Damen der BBZ geben nicht auf und bleiben dran. Der Kraftakt wird belohnt, denn der Abstand verringert sich auf mittlerweile nur noch 10 Punkte. Doch ab dann spielt Wolfenbüttel mit der Überlegenheit eines Profiteams. Die Aufholjagd von Opladen wird gestoppt, das eigene Tempo wird angezogen. Schnell wächst der Rückstand von Opladen auf 20 Punkte. Opladen macht immer wieder Punkte gut, doch eine Verkürzung des Vorsprungs von Wolfenbüttel auf weniger als 16 Punkte gelingt nicht mehr. Im letzten Viertel verlässt Opladen ein bisschen das Trefferglück. Immer wieder trifft der Ball nur den Ring, geht nicht in den Korb und bringt keine wertvollen Punkte. So führt Wolfenbüttel auch 2 Spielminuten vor Schluss mit satten 20 Punkten Vorsprung vor der BBZ. In den letzten Sekunden fällt kein Korb mehr und so bleibt es beim Endstand von 55-77 für Wolfenbüttel. BBZ-Coach Birgit Kuhnel ist trotzdem zufrieden. Ja, die Mädels haben hervorragend gespielt. Wir haben 2 Viertel gegen den amtierenden deutschen Meister ausgeglichen gestaltet. Im ersten Viertel mit einem Punkt nur verloren, im dritten Viertel war ausgeglichen. Und das ist ganz, ganz toll. Also ich kann nur meinen Hut ziehen von der Leistung meiner Mannschaft. Das war wirklich sensationell. In der Vorbereitung auf diese Begegnung hatte die Trainerin eine ganz bestimmte Haltung für ihr Team vorgegeben. Natürlich ging es auch um gutes Spiel. Es gab aber noch einen anderen Schwerpunkt. Also wir haben am Anfang gesagt, wir können hier nur bestehen, wenn wir als Team auftreten. Wenn wir komplett als Team, dass es keine Vorwürfe auf dem Feld gibt, wenn mal irgendwas nicht klappt. Dass es keinerlei Diskussionen gibt, sondern einfach, dass jede Spielerin der anderen hilft, wenn sie merkt, sie ist in einer schwierigen Situation. Das haben wir hervorragend gemacht. Also ich bin stolz auf das Team und dass das wirklich diese Leistung abgeliefert hat. Und Opladen ist keine Mannschaft, welche kann ich nicht Basketball spielen. Also ich ist in diesem Moment, glaube ich, 4. in 2. Liga. Habe 3 gute, routinierte Spielerinnen. Also das ist nicht so ganz einfach hier gewonnen. Das sehen wir auch in anderen Spielen gegen Erstligisten, gegen Zweiten. Die Mannschaft war heute da, hatte ein bisschen Schwierigkeiten. Ich hatte mit 11 Leuten Spiel. Ich denke, das ist in Ordnung.
Mit Respekt vor dem Gegner und Respekt vor der eigenen Leistung können die Damen der BBZ Opladen mit dem Ergebnis zufrieden sein. Etwas Ähnliches soll sich bei der nächsten Partie allerdings nicht wiederholen. Ja, wir haben noch ein Spiel. Nächstes Wochenende, am Sonntag, spielen wir gegen Chemnitz. Chemnitz ist der Tabellenführer, ungeschlagener Tabellenführer unserer Liga. Und die wollen wir nicht nur ärgern, sondern die wollen wir einfach schlagen.